Yo Leute, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Da ist jetzt hier die Dings, da ist jetzt hier die Fabi und Rako Show. Da ich weiß nicht, wo ich das Mikrofon hin tun kann, ohne dass man Fabi sein Gesicht verdeckt. Was geht ab, Leute? Wir haben jetzt hier exklusiv für euch eine Kochshow. Hi Leute, was geht ab? Lange nicht gesehen. Ihr seht sehr gut aus. Ihr seht sehr, 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 sehr gut aus. Das muss man euch lassen. Ihr seid super geil. Super mega geil. Ich weiß nicht, wie viel Schnaps ich in den letzten 2 Tagen gesoffen habe, aber es war auf jeden Fall gut und viel. Digga, ich bin so durch, Alter. Freitag war Top die Takeover gewesen, da bin ich schon richtig verscheppert gewesen. Da sagt Frizzy schon zu mir, yo, um 22 Uhr sagt er so, yo, Rako, wir müssen gehen, wir haben morgen früh Videodreh mit Blockmonster. Ich sag so, ja, Digga, nur noch eine oder zwei Dosen, Alter. Mhm. Diese Jack Daniels Dosen mit Cola, oh mein Gott, Alter, ich liebe diese Dinger. 3 Dosen später und 4 Bier später, Alter. Waren wir dann also irgendwann um 3 Uhr oder sowas zu Hause. Ja, und wusstest du, dass du eigentlich nächsten Tag richtig früh aufstehen musst, weil du eigentlich um 9 Uhr bei mir aufschlagen wolltest, um mich abzuholen, ja. Weil wir um 10 Uhr schon mit dem Videodreh beginnen wollten und alle Leute dafür zusammengetrommelt haben. Dann waren wir um 10.30 Uhr bei dir. Dann bin ich, ja, weil ich ja auch so viel zu tun hatte. Ich bin ja nicht feiern gegangen, sondern ich habe in der Nacht noch gearbeitet, bis es sonst war, am Projekt Hirntod. Und bin dann, weil ich wusste, um 9 Uhr wollen die mich einsammeln und ich muss mir den scheiß verfickten Wecker um 8.30 Uhr stellen. Also gucke ich so auf die Uhr und sehe so, es ist 6 Uhr. Ich war so besoffen. Oh mein Gott, es ist ja schon 6 Uhr. Ich muss jetzt aber schlafen gehen, weil sonst bin ich morgen beim Videodreh richtig tot. Ich muss um 8.30 Uhr aufstehen. Tolga steht um 9 Uhr auf der Matte, holt mich ab. Okay, schlafen gegangen. Alles genau nach Plan. Steh auf, mach mich ready, bin abmarsch ready, guck aufs Handy. Ja, wir waren dann so um 9 Uhr. Er hat sich mal gemeldet. Da hab ich gesagt, Digga, was ist denn jetzt los? Ich dachte um 9 Uhr. Ja, ja nee, Digga, wir waren ja noch Party und es hat etwas länger gedauert. Aber wir waren um 9.30 Uhr da. Es hat sich alles um eine halbe Stunde ungefähr verschoben. So aber es hat alles super gut geklappt, ja, oder nicht? 30 Minuten meiner Lebensenergie, die du hättest mir mehr geben können. Eine halbe Stunde mehr. Aber du kannst mir die auch mal halbe gönnen. Stunde mehr Schlaf, Bruder, hätten meine Augen viel wacher aussehen lassen im Video. Ja, du sahst super aus im Video, wirklich. Oder? Ja, doch. Richtig. Du sahst richtig gut aus, wirklich. Richtig. Model, wa? Richtig Topmodel, Alter. Sorry, du Model. Oh. Sorry, du Model. Bruder, aber diese halbe Stunde Schlaf für die Augenränder. Du weißt, man sieht das zu viel bei mir. Wollen wir den Titel jetzt verraten schon? Bruder, erzähl doch. Komm, hau raus. Die Leute wollen was hören. Block und ich haben für Aus Liebe zum Hass den Song Blutfontänenregen aufgenommen. Mhm. Also wenn das mal keine Ansage ist. Ja, Blutfontänenregen, Alter. Blutfontänenregen. Oder, Fabi, du hast ihn noch nicht gehört, aber du würdest bestätigen, oder? Also ich weiß auf jeden Fall, dass du mir gesagt hast, dass es heute Essen auf jeden Fall gibt. Das weiß ich. Das ist nicht so. Ich bin so verloren, Alter. Sind die beiden noch besoffen oder nicht? Morgen ist ein Feiertag. Wer geht heute mit mir saufen? Wie viel hast du gestern getrunken? Ungefähr, wenn es mal heute erscheint oder so. Na, ich werde 3 Bier oder so, 4 vielleicht getrunken haben. Und dann Anfänger. Bist du so im Arsch oder was? Richtiger Anfänger. Nee, und dann habe ich halt noch rumgetrunken. Der kleine Lügenbaron, wer sich aus der Affäre ziehen will. Fabi, zeig doch mal kurz deine Hand bitte in die Kamera und zeig mal, weil man sieht ja da schon eine kleine Verfärbung an der Hand. Was ist denn da wieder passiert, Bruder? Naja, man kennt es ja so, wie wenn man halt mit guten... Man kennt es ja! Man kennt es. Wenn man mit guten Freunden halt ist und dann, weil man sich halt so gern hat, sowas, dann halt mal ein bisschen hänseln möchte, sowas so, und dann gibt man mal einen Knuffi, mal ein Eisbein, sowas mal halt. Besser. Ja, und dann ist es halt, ja, nicht ausgeartet, sowas. Das war ja einfach ein Unfall zum Schluss, ne, das muss man dazu sagen. Dann hat ein Kumpel halt, der hat ein neues Messer sich gekauft und hat dann halt das rausgeholt und hat dann halt damit ein bisschen rumgewedelt halt sowas und wir waren gerade bei diesem bisschen hin und her hänseln so und ich hatte so einen Stock und wollte ihn mit so einem Stock gerade so ein bisschen auf die Beine noch aufpeitschen sowas und dann wollte er halt den Stock treffen mit dem Messer und hat halt mein Handgelenk getroffen und ja. Kannst du kurz aufstehen und das nochmal richtig in die Kamera zeigen? Zeig das nochmal bitte. Wo, damit die Leute auch sehen, an welcher Stelle es ist. Das ist einfach so eine sehr ungünstige Stelle, wo er als Mitarbeiter der BSR, der so 140 Kilo Dingscontainer schleppen muss oder 240 Kilo Container, sehr ungünstige Position hat, um die Hand weiter zu benutzen. Besonders, weil auch die Sehne angeschnitten war. Ich hatte ja auch Gäste und sowas da gehabt. Da habe ich mir da halt ein bisschen Küchenrolle erstmal rumgemacht. Dann habe ich natürlich erstmal entspannt mich von allen verabschiedet und noch was getrunken. Dann sind wir halt ins Krankenhaus. Also, sag ich mal, nach 10, 15 Minuten war das zugenäht. Basti hatte zufälligerweise halt noch Bier mitgenommen vom Geburtstag. Und dann haben wir halt, ja, gemütlich noch ein Bier getrunken. Und dann sind wir auch schon nach Hause gefahren. War eigentlich ganz gut, weil man dann doch wieder relativ bei Zeiten dann nach Hause gekommen ist. Dadurch war der nächste Tag nicht so schlimm. Also, war wahrscheinlich irgendwie...
wenn er zu viel getrunken hat, dann fragt er auch, Dicker, hat nicht jemand Lust, einfach draußen so ein bisschen Sparring so. Und da weiß ich schon, Dicker, macht kein Sparring, weil Sparring heißt, er will kämpfen gerade. Und wenn das nicht passiert, dann heißt es irgendwann, ich suche mir jetzt jemanden, der es verdient hat. Ich sage, wie? Ne, Dicker, ich muss jetzt mich prügeln, vielleicht schlägt er mir auch ein paar in die Fresse, damit ich mich selber so ein bisschen spüre, aber ich suche mir jetzt jemanden, der es richtig verdient hat. Ja. Das waren halt früher die wilden Zeiten, ne? Aber es ist ja jetzt alles anders. Deswegen ist es alles in Ordnung. Jetzt passieren halt einfach immer nur blöde Unfälle, ne? So, die halt jedem passieren könnten. Das erste Mal persönlichen Kontakt war, da waren wir im Studio von jemand anders. Also in seiner Wohnung hatten wir ein Studio, wir durften da sein. Wir hatten weder Geld noch Fressen noch, da haben wir noch gekifft, noch kiffen, noch irgendwas. Das haben wir ja auch nicht. Haben unsere Songs da gemacht und hatten überhaupt gar keinen Plan. Euer Mic ist ein bisschen zu leise, weil es einfach zu Fabi gedreht war. Das ist nicht zu leise, Bruder. Dein Gehörgang ist zu leise. Lecker, dein Gehörgang. Einfach mal einen Q-Tip reinstoppen. Hallo, Fabi. Ich hab Dach über dem Kopf. Mann, Digga. Endlich nicht mehr obdachlos. Okay. Raku Bin Laden, was geht, Alter? Was für ein Bin Laden, Digga, Alter? Was ist das für eine Diskriminierung? Werde ich jetzt hier auf meinen Bart reduziert, Alter? Wir sind wie Frauen, Alter. Die reduzieren uns immer nur auf unsere Körper. Tja, so ist es. Ein kleiner Gruß aus der Küche. Oh, kleines Portionchen. Dicker. Wollen wir kurz zeigen, damit hier keiner sagen kann, Fabi muss bei mir hungern. Der hat jetzt hier ordentliche Essensration erstmal bekommen, ja? Ich habe hier Voodoo Suizid CD mit Features von der Click Posse, mit Pervers Feature, Pervers Feature, Pervers und Uzi Feature, Pervers Feature, Pervers Feature. Das ist schon ganz schön perverses Album, Alter. Ein ganz schön perverses Album. Sehr viele perverse Sachen drauf. Komm, Fabi, du darfst als zweites. Na gut, ich mache jetzt so, dass Raku jetzt richtig Probleme bekommt. Ist mir scheißegal, ich unterschreibe auf der CD direkt, Alter. Auf der glitzernden Seite. So. Wir haben heute hier noch einiges zu verschenken. Ich habe ein paar CDs rausgesucht, die. Pass mal auf, du kleiner Frechpatz. Ja, du kleiner Schlingel. Viel Spaß bei dieser schönen Unterschrift von Raku, der einmal außenrum sich verewigt hat. Da glänze ich ja richtig mit meiner Unterschrift. Denk dran, Dings, Alter, Vodafone-Verträge auf Fabi seinen Nacken zu machen. Weil heute Ostern ist, meine Lieben, konnte ich mir nicht leben lassen, ein Ostergeschenk für euch anzubieten. Und zwar den Weihnachten im Untergrund. So, signieren. Wie lange mal Fabi überlegt? Er überlegt, ob er Penis drauf bald oder Osterei oder sowas. Doch unglaublich. So, jo. Hast du? Ja. Digga, ich muss gerade gucken, Alter, warum es so lange gedauert hat, aber ist doch gar nichts Besonderes dran, Alter. Ja, er braucht einfach. So, signiert und wir gucken mal. Wer will diese CD gewinnen? Ich hab genau gewusst, Alter. Guck jetzt mal rein. Wir hatten Release jetzt und sowas, dieses Album-Release und dann Videodreh und dann noch private Danke, Bruder. Ja, scheiße, jetzt ist deine Hand, Alter. Deswegen, ich versende die natürlich jetzt dann zusammen mit den neuen Verlosungen, aber. Dass ihr Bescheid wisst. Hirntot halt. So. Diese CD könnt ihr jetzt gewinnen. Diese wundervolle CD könnt ihr jetzt gewinnen. Du Wichser, mach das nicht mehr. Meine ganze Hand ist schon dreckig von dir. Entschuldigung. Meine ganze Hand ist schon dreckig. Unfall, so leichter wie Unfall halt immer passiert. Ja, meine ganze Hand ist schon irgendwelche schwarzen Flecken drauf, weil du mich dauernd anmalst. Boah, Alter, ihr habt in den geschlossenen Raum das Ding angezogen, ja. Alter. Richtig behindert. Warum seid ihr nicht vorbereitet? Das hat der Besitzer von der Werkstatt mal gesagt, ist mir doch egal. Mach. Geh nicht mit deiner Werkstatt um, Dicker. Aha. Fick keine Atze, Alter. Ich bin vom Brandschutz. Ich bin der Sicherheitsmann hier. Das ist sehr sicher auf jeden Fall. Ja. Wäre es möglich, MC Bastard mal als Gast im Stream zu sehen? Ja, natürlich wäre es möglich. Werde ich demnächst mal sogar mit denen absprechen. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, Alter. Dass ich da nicht selber drauf komme. Gefragt, Digga, also Strange Chapman ist jetzt auch Bastard-Gast. Bastard-Gast, wir brauchen einen Bastard-Gast. Ein Bastard als Gast. So, ist notiert. Wird Fabi auch mal einen Song aufnehmen, so als Feature-Gast? Ich weiß halt auf jeden Fall, dass es halt schon früher so in der Schule halt auch eigentlich früh halt rauskam, so sag ich mal, im Musikunterricht halt. Fabi war halt so ein Triangel-Typ, sowas, ne? Und dann auch irgendwann mir halt auch die Triangel weggenommen wurde, weil ich auch das nicht hinbekommen habe, weil ich einfach so gar kein Taktgefühl habe und musikalisch, glaube ich, komplett unbegabt bin. Also aber auf jeden Fall werden wir das machen. Ja! Dann passe ich ja hier ganz gut rein, Alter. Ja, Mann, geile Nummer.
Fabi, wurdest du schon mal von einem Fan erkannt auf der Straße? Du wurdest ja schon öfters mal angesprochen. Und ja. Und, wie ist es da so? Wollen die dich schlagen oder schön. Wollen die Autogramme? Ich wollte immer schlagen. Also jeder Fan, der Fabi auf der Straße erkennt, will ihn immer direkt angreifen. Kommt alle ran. Kommt ran. Gab es schon Releases, bei denen mit der Deadline richtig knapp wurde? Ich glaube, es ist bei fast jedem Release so, dass es mit der Deadline richtig knapp wird. Björn braucht es immer. Ja, Block braucht auf jeden Fall den Stress. Zeitdruck. Ja, am besten ist er so ein Tag vorher sagt, so, oh, ich muss noch 10 Songs aufnehmen. Aber das schaffe ich alles. Frage an Adam. Adam ist nicht da. Frag doch. Der Adam, wird es nochmal per Anhalter durch die Hood geben? Adam, was sagst du dazu? Ja. Okay, Adam hat geantwortet. Adam sagt ja, es wird auf jeden Fall nochmal per Anhalter durch die Hood richtige geben. Richtige Special-Folge wird das. Yes, macht euch gefasst. Digga, jetzt hört auf, Alter, hier rein zu posten, welche Dings, Alter, welche Alben alle verschoben worden sind. Okay, wir haben reingeschissen und anscheinend wurden doch ein paar verschoben. Okay, Dicker, aber bei ganz ehrlich, 130 Alben darf mal ein Album verschoben werden, damals, wo ich in den Knast gekommen bin vielleicht. Sorry, Bruder. Hast du gerade keine Zeit gehabt, oder was? Hast du was Nein, Bruder, hatte ich was Besseres zu tun. Da wollte ich erstmal die frische Knastluft schnuppern, den Hofgang genießen und so. Diese schöne gesiebte Luft. Wir sind auf 21 Uhr, genau. Kriege ich jetzt eigentlich Überstunden oder wie läuft das jetzt eigentlich? Ja klar, da du ja für die anderen Stunden auch 0 bekommst, kriegst du jetzt natürlich nochmal 0 drauf. Doppelt 0. Ja, lass mal kurz rein, damit wir das ordentlich auch abmoderieren können. Ich nehme eine Fresstüte nach Hause mit. In einem Dings, in einem Doggy-Bag, Alter. Ja, mein Lieb. Tick-Tack-Uhr, Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Uhr, Tick-Tick-Tick-Tack-Uhr, Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Uhr.